So, mal eine kleine Wasserstandsmeldung aus Tagil, wie weit wir sind. Eingang vom Theater und auf geht's. Ich beeile mich. Heute ist kaum jemand hier, Anja arbeitet. Alles aufgeräumt, alles weiß gestrichen, sogar so frisch gestrichen, die Fensterbänke, dass ich erstmal was da reingestellt habe, was da gar nicht rein sollte und nicht rein gehört. Weiter, hier kommt demnächst eine Installation hin, eines Künstlers aus Ekaterinburg. Hier ist auch schon alles schön weiß. Sieht im weißen Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, so ganz gut aus. Geht voran. Hier ist der Fußboden neu, schwarz gestrichen worden. Der Saal ist leer. Die Fenster werden demnächst verdunkelt fürs Theater. Ansonsten ist das hier eine Spielfläche von locker 80 Quadratmetern, würde ich sagen. Ich gehe mal eben durch nochmal. Hier ist jetzt der nächste Raum, den wir so ein bisschen flott gemacht haben für uns. Die Matratzen werden später Polsterungen für Sofas. So weit, so gut. Es geht voran. Wir schätzen, dass wir wirklich in 14 Tagen eine Premiere hier in irgendeiner Art und Weise gestalten können. So, das war's. Theater Tagil. Bravo, Max. Tagil. Tagil.